Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Polizeiuniform und insbesondere die Mütze ist für die meisten von uns ein Gegenstand, der Respekt und Vertrauen erzeugt. Aber nicht immer ist dieses Vertrauen gerechtfertigt, denn gelegentlich kommt es vor, dass so ein Uniformstück in falsche Hände gerät und dann missbraucht wird. In einem der Fälle, die wir heute behandeln, ist das leider so gewesen. Bevor wir Sie eingehend über diesen Fall informieren, zunächst wie immer ein kurzer Rückblick auf den Stand der Ermittlungen in den zurückliegenden Fällen. Eine Fahndung aus unserer letzten Sendung betraf einen Mann, den die Kripo nach Lage der Dinge in Österreich vermuten konnte. Bitte, Peter Niedetzki. Das stimmt. Der Mann, sein Name Peter Flucher, ist nämlich österreichischer Staatsbürger. Er hätte eigentlich genügend Gründe gehabt, sich aus Deutschland abzusetzen, denn die deutschen Behörden werfen ihm vor, in einem Ort in der Nähe von Ravensburg einen anderen Österreicher durch einen Messerstich getötet zu haben. Die Annahme über die Fluchtrichtung hat sich aber dann doch nicht bestätigt. Ein Zuschauer erkannte Flucher nämlich in einer Gaststätte in Braunschweig, also in Norddeutschland, und dort konnte er auch verhaftet werden. In den hohen Norden abgesetzt hat sich vermutlich auch, wie ein anderer Zuschauer Hinweise gegeben hat, der wegen Doppelmordes gesuchte pakistanische Staatsangehörige Inam Khan, nachdem die Kripo Hamburg fahndet. Der Gesuchte soll kurz vor unserer letzten Sendung per Bahn nach Kopenhagen gereist sein. Dabei ist der Mitreisenden aufgefallen, als er sich am Grenzübergang unter den Sitzen des Zugabteils versteckte. Die Zeugen haben der Polizei später auch berichtet, dass Khan jetzt einen Oberlippenbart trägt. In Zürich bei Konrad Höns liegt heute zwar kein Ergebnis vor, aber ein recht ungewöhnlicher neuer Fall. Ja, es geht dabei streng genommen nicht um eine Fahndung, sondern um eine Identifizierung, denn der unbekannte Täter ist tot. Die Stadtpolizei Zürich stellt in diesem Fall also die Frage, wer kennt diesen Mann? Er hat am 17. Juni 1982 von seinem Hotelzimmer in der Zürcher Innenstadt aus auf Passanten geschossen und dabei einen Mann verletzt. Anschließend beging er Selbstmord. In die Gästeliste des Hotels hat sich der Mann mit dem Falschnamen Peter Heiliger eingetragen. Auch die Dortmunder Adresse, die er angegeben hat, stellte sich als falsch heraus. Dennoch ist anzunehmen, dass es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt. Er sprach nämlich Hochdeutsch und die Polizei fand außerdem bei ihm einen deutschen Pass, aus dem allerdings alle Angaben zur Person herausgerissen worden sind. Der Mann ist 18 bis 22 Jahre alt, 1,79 groß und schlank, er hat braune Augen und braune Haare. Ein besonderes Merkmal ist eine große T-förmige Operationsnarbe in der vorderen Partie des Schädels. Er führte eine braune Segeltuchtasche mit sich. Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen könnten, nehmen alle Polizeidienststellen oder eines unserer Aufnahmestudios entgegen. Meine Damen und Herren, vor einem halben Jahr ist in Grevenbruch bei Düsseldorf die Gastwirtin Christa Horn ermordet worden. Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann ermittelt, der der Tat dringend verdächtig ist und seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Er streitet das Verbrechen zwar ab, die zuständige Staatsanwaltschaft und die Kripo in Düsseldorf glauben aber, genügend Beweise gegen den Mann zusammengetragen zu haben, sodass mit einer Verurteilung wegen Mordes zu rechnen ist. Bei den Ermittlungen in diesem Fall hat sich auch ergeben, dass der Mann vor 3 Jahren schon einmal im Verdacht stand, einen Menschen sogar aus seinem engeren Familienkreis getötet zu haben. Damals haben die Beweise nicht gereicht und das Verfahren war vorläufig eingestellt worden. Nun aber, angesichts des neuen Verbrechens, sieht es doch wieder etwas anders aus. Jetzt drängen sich plötzlich Fragen auf, die beide Fälle berühren. Den Mord an der Gastwirtin und die bis heute offiziell als vermisst geltende Großmutter des Beschuldigten. Der Tatverdächtige heißt Karl-Heinz Rehse. Ursprünglich ist er von Beruf Schlosser. In den letzten Jahren hat er jedoch meistens als Diskjockey gearbeitet. Einer Verurteilung zu 4 Jahren Freiheitsstrafe wegen Notzucht ist bisher nicht rechtskräftig, da er Berufung eingelegt hat. Seit 11. Januar 1982 sitzt er im Zusammenhang mit der Mordsache Horn erneut in Untersuchungshaft. Rehse, kommen Sie. Besuch für Sie. Besuch? Wer denn? Kripo aus Düsseldorf. Was waren denn die schon wieder? Die gehen mir langsam auf den Wecker.
Ja, Herr Riese, wie geht denn so? Nehmen Sie Platz, wir haben da noch ein paar Fragen an Sie. Wir kommen heute nicht in der Sache Horn, sondern wegen der Frau Both, Ihrer Großmutter, die da vor 3 Jahren verschwunden ist. Geht das schon wieder los? Wollt ihr mir das etwa auch noch anhängen? Die Sache ist doch längst eingestellt. Gewiss das, aber jetzt gibt's ein paar neue Gesichtspunkte, über die wir ganz gern mit Ihnen reden möchten. Alles, was ich weiß, habe ich damals schon gesagt. Das bezweifeln wir eben. Wir glauben, dass noch ein bisschen mehr wissen wir das Verschwinden Ihrer Großmutter. Wenn Sie meinen, ich kann nichts weiter dazu sagen. Sie haben doch erzählt, dass der Frau Both damals nach Schleswig gefahren ist, zu ihrer Schwester. Das wollte sie doch auch. Ja, das ist schon richtig. Aber Sie haben uns nichts davon gesagt, dass Sie 2 Tage vor der geplanten Reise Ihrer Großmutter einen größeren Geldbetrag von Ihrem Postcheckkonto abgehoben haben. So? Ja, und im Zusammenhang damit, Herr Riese, fiel uns auf, dass Sie später, als Ihre Großmutter verschwunden war, plötzlich über sehr viel Geld verfügten. Tag. Ich hätte hier einen 5.000 Mark abgehoben. Karl-Heinz Rehse gilt allgemein als Lieblingsenkel seiner in Jülich wohnenden Großmutter Maria Both. Obwohl er schon öfters größere Geldbeträge von ihr geliehen hat, ohne sie zurückzuzahlen, bringt sie ihm immer wieder Vertrauen entgegen. Am 5. Juni 1979, 2 Tage vor einer geplanten Reise zu ihrer Schwester nach Schleswig, beauftragt sie ihn auf dem Postamt, 5.000 Mark von ihrem Konto abzuholen. Denn es gehört zu den Gepflogenheiten der alten Dame, auf Reisen stets mehr Geld mitzuführen, als sie eigentlich braucht. Jawohl, vielen Dank. Wiederhören. So, wenn Sie auf der Rückseite bitte unterschreiben. Karl-Heinz Rehse hat mit Maria Both auch vereinbart, dass er sie in seinem Wagen nach Schleswig fährt. Da sie stark gehbehindert ist, greift sie gerne auf den Enkel als Chauffeur zurück.